und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin hier gerade am Kudamm und heute ist Tunais Geburtstag und ich habe ihm zwei Geschenke geplant. Beziehungsweise eins ist von mir und das andere wird jetzt von den Freunden sein. Aber ich gehe das jetzt schon mal für die holen. Ich habe ihm nämlich einen One-Day-Trip gebucht nach London. Ich freue mich übertrieben. Da geht es schon nächste Woche hin. Also schreibt mir bitte, bitte unter die Kommentare, was ich alles so in London sehen muss, weil ich war noch nie in London. Ich habe keine Ahnung, wo ich mein Hotel buchen soll, ob ich Airbnb buchen soll. Das habe ich halt alles noch nicht gemacht. Ich habe wirklich nur den Flug gebucht und mit Ryanair. Es war halt ganz guter Preis, deswegen. Und jetzt bin ich hier gerade vor Apple und möchte diese In-Ear-Kopfhörer kaufen, weil er die unbedingt haben wollte. Ich habe keine Ahnung, was die kosten. Deswegen gehen wir jetzt mal rein. Und die hier möchte er haben. Die sind wohl leer. So sehen die aus. Und ja, die habe ich jetzt schon direkt bekommen. So, das ist voll. Das kaufe ich jetzt. Was kostet das? 179 Euro. Oha, wirklich? Ja. Moment, ich muss mir das nochmal überlegen. Ey Leute, ich bin so ein Vollhorst. Ich habe aus Versehen den Flug nicht für Februar gebucht, sondern für März. Also erst in einem Monat. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob er da Zeit hat. Oh nein! Ich fasse es nicht, ey. Ich habe einfach mal für März gebucht. Scheiße. Und ich weiß gar nicht, ob man bei Ryanair Flüge stornieren kann. Ich glaube, das kann man nicht. 100 Euro sind gerade, glaube ich, für einen Arsch. Und jetzt habe ich auch kein Geschenk. Ich bin gerade weg vom Hocker. So, ich bin jetzt bei Damla, also bei meiner Freundin, angekommen. Guckt mal, was für ein Frühstück sie vorbereitet hat. Ich wollte euch mal das hier zeigen. Ich finde das richtig schön. Also richtig praktisch einfach. Von wo hast du das, Damla? Ikea. Von Ikea. Und wie viel hat das gekostet? Ende 8 oder 9. Also ich habe von Mama geschenkt bekommen, also meinte 8 oder 9 Euro. Ey, richtig gut. Richtig nice. Also wir lassen uns jetzt erstmal hier gönnen. Guck mal, wer hier ist. Hier ist natürlich noch mein Vivi. Du kleiner Heslon. Er ist kein Kameratyp. Ja, ist okay. Ich glaube, der nimmt jetzt auf. Ja, wir sind jetzt... Doch, der nimmt auf. Ich habe die Kamera bizde kaldığı için bize bir Tuna'ya sürpriz yapalım dedik. Wir hätten gerade vor, wir müssen noch die Torte holen gehen. Wir haben jetzt ein Geschenk eingepackt, die Emde. Die sind hier so lieb und wir dürfen das. Tuna'ya kusura bakma, son anda her şey oldu. Bu da sana bir überraschung olsun. okay, so, ja. Da habe ich mich selber gefunden. Kübra, hadi, hadi gidelim. Sana demiştim Vlog yapacağım diye. Vlog mu lan bunun ismi? Vlog muydu bunun ismi? Vlog. 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 Du, Damla koş. O zaman? Bence bu. Also auf jeden Fall mit Schokolade. Kann man da was draufschreiben? Ja. Angekommen und der Tuna ist endlich auch da. Geburtstagskind, wie geht's dir? Geburtstagskind. Ja. Ja. Fühlt sich ein bisschen alt. Wie alt bist du denn geworden? 25. 25? Ach, tut doch schon alles weh, ja. So mein Rücken noch. Fängt schon langsam an. Als ob. Ja, wir essen jetzt hier erstmal, haben schon mal bestellt und ich zeige euch mal gleich, beziehungsweise jetzt, unser Essen. Unser Essen ist jetzt auf jeden Fall angekommen. Sie hat schön Fleisch, Dönerden, Rippen, da ein Döner, Chibi ist ihren Dürüm. Schmeckt? Hört ihr das? Die Leute hören das nicht. Ja, aber es ist ein Hobby. Und Sarah. Genau, und Eminem. Und Eminem. Und Eminem. Genau, und Eminem.
Und Emin auch. Und Emin auch. Jetzt machen wir auf, mal gucken, was da rauskommt. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Da mein Geschenk ja ein Fail war und wir nicht verreisen können. Çünkü benim hediyem. Sen kullanamazsın. Valla diesen Zug raus, da. Wollte schon immer haben. Nummer aus der Fliege. Da ist die AirPods. Welche hat's denn? So, Leute, wir sind jetzt endlich wieder im Aufzug und sind gleich zu Hause. Ja, der Tag war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Danke für alles. Mit den Freunden ein bisschen gechillt. Ja, war voll cool. Im Café, schön was gegessen. Naja, gut, Leute, wir beenden hier einmal den Vlog und abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Wir sind auch dort sehr, sehr aktiv. Abonniert uns und gebt uns gerne einen Daumen hoch. Und ja, Daumen wir sehen hoch. Uns beim nächsten Vlog. Adios, amigos, muchachos.